Herr Abgeordneter Peter Schmidlechner, bitte. Peter Schmidlechner, Bauer in der buckligen Welt, FPÖ Agrarsprecher. Sehr geehrte Zuseher und Zuseherinnen, Tierschutzvolksbegehren von unserem Landesrat Gottfried Waldhäusl. Immerhin haben dieses Volksbegehren, Güttem, unserem Landesrat gilt da recht herzlich zu gratulieren, dass er das initiiert hat. Immerhin haben dieses Volksbegehren 426.938.000 Menschen unterschrieben. Ein Riesenerfolg. Und es zeigt klar die Wichtigkeit dieses Themas. Ich will jetzt kurz eingehen auf meinen Vorredner, den Kollegen Hechenberger, der scheinbar nur die Überschrift gelesen hat. Und will ihm nur mitteilen, man muss schon das ganze Volksbegehren lesen, um es auch zu verstehen. Und gerade die ÖVP braucht sich, glaube ich, nicht da rühmen und nicht dort als große Bauernschützerpartei hinstellen, weil bei jeder Richtlinie und bei jeden Auflagen, bei jedem Anschlag auf die Bauern, seit sie es in der Vergangenheit dabei gewesen. Gleichzeitig möchte ich auch den Kollegen Köck kurz noch mal erwähnen. Diese Missstände, die dort aufgezeigt wurden, sind katastrophal und sind unentschuldbar. Und dort muss man aber auch wieder die ÖVP in die Ziehung nehmen, weil die hat dort klar und deutlich von der Behörde versagt. Und die schwarze ÖVP BH, ist ÖVP ist Niederösterreich, ist absolute Mehrheit. Die haben dort immer den Mantel des Schweigens drüber gelegt, ah, das wird schon passen, das wird schon gehen. Und haben dort immer geschaut, dass alles vertuscht und verzogen wird. Ne? Und in weiterer Folge muss man dort dann auch sprechen zu diesen vielen Missständen. Dann muss man mal den Personalmangel, die Mangel ansprechen, den die Kontrollinstanzen auch haben, der einfach auch katastrophal ist. Bei Tiertransporten, und jetzt zurück zum Volksbegehren. Ich sage, bei Tiertransporten muss man klar unterscheiden zwischen Transporten von den Tieren auf die Almen, Transporten von Nutzvieh, Zuchtviehtransporte, Transporte von Pferde, die aus sportlichen Gründen vielleicht von A nach B transportiert werden, und eben auch die Schlachtviehtransporte. Und ich spreche jetzt im Namen der österreichischen Bauern. Uns liegen die Tiere am Herzen. Wir kümmern uns Tag ein, Tag aus um die Tiere und wollen ihnen ein angenehmes Leben bieten. Auch wir wünschen uns, dass Tiere möglichst kurze Transport- und stressfreie Transportwege haben. Wenn man bedenkt, dass derzeit 3,8 Millionen Tiere täglich auf der Straße transportiert werden, ist die Zahl gewaltig. Das sind 1,4 Milliarden im Jahr. Das muss man sich vorstellen. Und dann, wenn man sich dann die Routen anschaut, aus Deutschland nach Österreich, aus Italien nach Österreich, aus den Niederlanden nach Österreich, von Polen, Lettland, Litauen, Dänemark, Tschechien, Spanien kommen Lebendtiere nach Österreich, um dann auf österreichischen Schlachthöfen geschlachtet zu werden. Also Lebendtiertransport quer durch Europa und da muss man sich wirklich vorstellen oder wirklich auch fragen, haben wir das nötig? Wäre da nicht nötiger oder wäre da nicht besser, wenn wir sagen, mehr regional statt global? Wäre da nicht besser, wenn man sich anschaut, dass man die Richtlinien und die Regeln so ändert, dass man das verhindert und ich glaube, 426.938 Menschen haben dieses Volksbegehren verstanden und haben gesagt, dort kehrt Handlungsbedarf. Aber auch da habt ihr versagt, liebe ÖVP, und besonders die Bauernbündler, die ja da vom Wirtschaftsbund in die Knie gegangen sind, bei der umfassenden Lebensmittelherkunftskennzeichnung, das ja auch wichtig wäre, das was ja eigentlich das einschränken würde, hat die ÖVP klar versagt. Angekündigt, nichts umgesetzt oder nur teilweise umgesetzt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch den sogenannten AT-Stempel, den Genusstauglichkeitsstempel, ansprechen. Fakt ist,
Fakt ist, dass lebend Rinder, lebend Schweine oder Tiere allgemein quer durch Europa gekarrt werden nach Österreich, und das nicht, weil in Österreich die Lohnnebenkosten oder die Kosten der Schlachtung so billig sind. Nein, weil die dann am Schlachthof praktisch oder faktisch eingebürgert werden. Die bekommen am Schlachthof einen AT-Stempel, und damit zeugt es für den Konsumenten oder zeugt es für die weitere Produktion für österreichische Qualität, und damit ist eine Wertsteigerung. Also alleine schon deswegen, glaube ich, wäre es höchst an der Zeit, dass man dieses Genusstauglichkeitskennzeichnung einmal adaptiert, überarbeitet und dort auch schaut, wenn das Rind aus dem Ausland kommt, dann kann man dort ein Genusstauglichkeitskennzeichen aufgeben, aber dann sollte man das auch kennzeichnen mit dem tatsächlichen Land, mit dem Stempel, wo das tatsächlich herkommt. Und ich denke mal, das wird unsere Aufgabe sein, da müssen wir dran gehen, und das Volksbegehren, denke ich, ist der richtige Ansatz, ist der richtige Starter für den Prozess, und dort werden wir auch weiterkämpfen.